Hallöchen! Und willkommen zurück bei Darkness Within. Wir stehen hier im Büro, in unserem Büro, und haben auch schon, Geburtsdatum von unserem Clark Field rausgefunden. Ich denke mal, das wird zwar nicht so einfach sein, denn er hat nämlich hier gesagt, wegen dem verschlossenen Koffer, ob das Passwort, also welches Passwort er wohl nehmen würde. Geburtstag glaube ich nicht. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Das ist der 3.11.76 gewesen. Also da ist Clark, geboren worden. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Mal gucken, vielleicht bringt es ja was, vielleicht auch nicht. Aber ich denke eher, dass es nicht so einfach wird. Und in der letzten Folge war es so, dass uns ein Tipp gegeben worden ist. Und zwar war der Tipp, dass wir in unseren Gedichten reinschauen sollten, dass da was wegen der siegreichen Hexe ist, wann sie geboren ist. Also wegen in unseren Organizer sozusagen, wegen dem Passwort, damit wir da reinkommen und lesen können, was da steht. Genau, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt mal einfach kurz dahin gehen und reinschauen. Vielleicht finden wir ja auch was. Ich hoffe es zumindest. Wie, das ist schon offen? Wieso ist das jetzt schon offen? Ach nee. Jetzt war ich ein bisschen blemplem. Das sagt auch schon was. Ich kenne von Edwin Pickman ein Gedicht mit dem Titel Die Zeit der siegreichen Hexe. Es ist einer meiner Lieblingsdichter. Dieses Buch ist von ihm. Die siegreiche Hexe. Okay. Da ist es auch schon. Die Zeit der siegreichen Hexe. Hier ist das Gedicht. Ich sollte es mir ansehen. Gut, sehen wir es uns mal an. Die Zeit der siegreichen Hexe. Die Nacht wollte stürmisch und rau wohl sein, nach dem Tod Harold Gallows, des Freundes mein. Erst zarte 18 lebhaft, sein Verstand so fein, man fand ihn tot in seinem Haus ganz allein. Dann, als der Sturm toste, da hörte ich, o Grauen, o Schrecken, die ganze Geschichte. Über eine Hexe, die scheute das Tageslicht. Sie wurde verraten, verbrannt und rächte sich. Sie lebte im Wald ganz nah unserer Stadt, so des Nachts sich dort niemand hingewagt hat. Und selten nur sah man sie hier auf dem Markt, man kann nicht sagen, dass sie uns je ein Leid antat. Doch die Jugend die Angst nicht ersticken konnte. Sie hetzten und wollten die Hexe verbrennen. Die Alten bremsten den Hass wie gewohnt und warnten, wer Hexen betrügt, lernt Unheil kennen. Die Jugend wollte nicht hören, war kein bisschen gnädig, rief Hexenjäger dem Töten verschworen. Ohne Prozess steckten sie sie in einen Käfig. Kein Wort entwich ihren Lippen, nicht Fluch noch Zorn. Die Flammen loderten und es wurde glühheiß. Da schrie sie vor Schmerz und rief ihren Fluch. Für diese Tat zahlen eure Kinder den Preis. Mit 18 schmückt sich das Leichentuch. Oha. So endet die Mär, doch der Fluch dauert an. 6 Kinder sind tot, das Hexenmal auf der Stirn. Ihr derselben Nacht war uns ein Kindlein geboren. Und dies Zeichen, so heißt es, begleitet ihre Wiedergeburt. Das Zeichen hatte mich bei Harolds Tod schon entsetzt. Er starb nicht natürlich, streckte sich selbst danieder. Wer war stets seltsam gewesen, doch als ich ihn sah zuletzt, war er nicht er selbst, ich kannte ihn nicht wieder. Ich schlich ins ein Haus und versteckte mich dort. Er kam heim still und leise bei Anbruch der Nacht. Ganz in Schwarz, todesbleich ist das Wort, und sein Zimmer war völlig von Spiegeln bewacht. Ich folgte ihm nach oben, still wie ein Dieb. Was ich sah, war zu viel, erschütterte mich tief. Seine Tür war nicht zu, sein Rücken ich sah, doch das Gesicht im Spiegel vor Freude ganz rosig war. Er ritzte sich das Zeichen X1 auf die Stirn. Könnte natürlich 11 heißen. Durchschnitt dann seine Kehle ohne zu murren und stürzte zu Boden noch zitternd vor Schmerz. Ich rannte davon mit entsetztem Herz. Aua. Dies ist die Geschichte meiner Seele Qual. Alles begann am 1. April 1699. Ach so, 1999. Vielleicht damit es sich rhymt. An jenen Tag Harold sich dem Tod empfahl. Und sicher wird morgen der Hexe Siegesnacht sein. Okay, ich denke mal, wir müssen wieder mal unterstreichen. Denn da steht Hinweise 0 von 5. Fangen wir mal von vorne an. So, was ist wichtig? Es geht um eine Hexe. Aber das wissen wir ja schon.
Ja. Zarte 18 vielleicht? Erst zarte 18? Nee, das ist für ihn nicht interessant. Gut, dann. Was haben wir denn da? Jugend wollte nicht hören. Ja, nee. Da schrie sie von Schmerzen und rief ihren Fluch. Vielleicht das? Schauen wir mal. Okay, da haben wir was. Der Fluch der Hexe besagt, dass jedes Kind sterben muss, sobald es 18 Jahre alt wird. Gut, dann haben wir schon mal 1 von 5. So endet die Mär, doch der Fluch dauert an. 6 Kinder sind tot. Okay, 6 Kinder sind tot, wäre vielleicht noch wichtig. Und auf der Stirn ein Hexenmal. 6 Kinder fielen dem Fluch zum Opfer. Okay, 2 von 5. Hatte mich bei Harris Hood schon entsetzt. Ich starb nicht. Ich kam heil, still und leise bei Einbruch der Nacht. Ganz in Schwarz, Todesbleich ist das Wort. Auch nicht. Also das Zeichen, denke ich auch. Er ritzte sich das Zeichen X1 auf die Stirn. Ja, Gallo hat sich das Zeichen X1 eingeritzt. Okay, dann brauchen wir noch 2. Okay, das mit alles begann am 1. April 1699. Könnte auch noch sein. Ach, wir sind so gut. April 1699, da hat Gallo sich umgebracht. Okay. So, jetzt brauchen wir noch 1. Was könnte jetzt hier noch wichtig sein? Auf der anderen Seite? Ich wüsste aber nicht, was. Die Jugend wollte nicht hören, war kein bisschen gnädig, rief Hexenjäger dem Töten verschworen, ohne Prozess. Steckten sie in einen Käfig? Das denke ich eher nicht. Mit dem Fluch haben wir ja vorhin schon probiert und es ging nicht. Und die Zeichen, so heißt es, begleitet ihre Wiedergeburt vielleicht? Vielleicht ist das ja wichtig? Nee, nicht interessant, okay. In sein Haus und versteckte mich dort. Es kam heil, still und leise bei Einbruch der Nacht. Ganz in Schwarz, todesbleich ist das Wort und sein Zimmer war völlig von Spiegeln bewacht. Er kam heim und still und leise, ganz in Schwarz und sein Zimmer war völlig von Spiegeln bewacht. Oh, es gab Spiegel in dem Haus, in das sich der Autor geschlichen hat. Okay, das war also wichtig, Spiegel. Das heißt, wir haben jetzt die 1699, wir haben X1, wir haben Spiegel im Haus, ja. Dann 6 Kinder sind tot und mit 18 schmückt sie das Leichentuch. Okay, dann war es das auch schon. Da steht noch mal alles. Spiegel. Es gab Spiegel in dem Haus, in das sich der Autor geschlichen hat. Genau. Also man kann die auf jeden Fall hier rüberziehen, das weiß ich. Es gab Spiegel in dem Haus, in das sich der Autor geschlichen hat. Okay. Ja, mehr geht nicht. Ah! Moment! Wie kann ich das wieder raustun? Ach so, jetzt ist es draußen, was auch immer ich getan habe. Gau hat sich das Zeichen X1 eingeritzt. Ach so, einfach nur draufklicken, deswegen. 6 tote Kinder. Vielleicht müssen wir die irgendwie verbinden, die Gedanken. Kinder fehlen Fluch zum. Also, es waren ja 6 Kinder, dann. Puh, keine Ahnung, nimm mal das hier. Ich sollte meine Betrachtungsweise ändern. Okay. Also, er war in diesem Haus, ja? Es war ein Spiegel da. Der sich das Leben genommen hat, hat sich X1 eingeritzt, ja? Spiegel. Ja gut, nehmen wir das mal. Spiegel. X1 hat er sich ein. Todestag können wir auch noch mit dazu nehmen. Kommt mir nicht bekannt vor. Dann das nur. Oh, okay. Da überall Spiegel waren, könnte der Autor X1 statt 1x gesehen haben.
Ach so, er hat sich ja versteckt gehabt. Und hat es vielleicht durch den Spiegel gesehen. Das heißt, er hat es spiegelverkehrt gesehen. Das könnte natürlich sein. Okay. Umkehr des Zeichens. Jetzt haben wir das auch hier schon drin. Das mit den 18 und 6 tote Kinder vielleicht noch? Das ergibt keinen Sinn. Okay, das ergibt für dich keinen Sinn. Todestag und 18. Das ergibt auch keinen Sinn. Die Umkehr des Zeichens vielleicht jetzt noch mit dazu? Mir fällt nichts ein. Ja, mir auch nicht. Das? Vielleicht etwas anderes. Also wir haben jetzt hier Harold Grows Todestag und Umkehr des Zeichens. Das da noch? Nee, das haben wir ja schon gemacht gehabt. 6 tote Kinder? Auch nicht. Okay. Müssen wir das Richtige nehmen? Nein. Es gibt auch keinen Sinn. Alle 4 hatten wir, glaube ich, schon, oder? Moment. Wir haben ja tote Kinder, Umkehr des Zeichens und 18 und den Todestag. Den wollte ich noch. Vielleicht etwas anderes. Okay. Ich dachte aber eigentlich... Der Spiegel ist ja schon weg. Oh! Das Zeichen zeigt 9. 6 Kinder sind tot. Also sind 3 übrig. Ah, okay. Noch 3 Kinder kommt jetzt. Noch 3 Kinder. Vielleicht jetzt mit den 18 und Todestag? Okay. Wenn alle 18 Jahre ein Kind stirbt, müssten bei 3 Kindern 54 Jahre vergehen. Okay. Könnte das Datum der Wiedergeburt 1699 plus 54 gleich 1753 sein? 53 sein? 1753. Das merken wir uns mal. Oh! Wiedergeburt 1753. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. 1753. Willkommen, Clark. Datum Eingabe. Was für ein Eingabedatum Organizer? Welchen haben wir denn dann heute? Ich weiß nicht, welchen wir heute haben. Weil welches Datum müssen wir jetzt eingeben? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas. Und 1-1. Kein Eintrag gefunden. Ach so. Moment mal. Ja, das wird wieder falsch sein. Was ich wollte, ist der 21. War das der 10. oder 11.? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir müssen jetzt ein Datum finden. Mein Zuhause. Oh, mein Zuhause ist leer jetzt, okay. Kalender. Vor 5 Jahren denke ich nicht, dass wir was wir eingeben müssen. Kassette Nummer 1. Ja, die haben wir ja noch nicht gefunden. Der Organizer benötigt ein Datum, damit der Inhalt angezeigt wird. Welches Datum soll ich bloß eingeben? Ja. Warum ist das eigentlich... Was für ein Datum? Überleg doch mal. Datum bloß eingeben. Okay, er sagt nichts. Er sagt nichts.
Verschlossene Koffer? Den müssen wir ja auch noch aufbekommen. Mir fällt nichts ein. Welches Datum geben wir ein? 17. Mai 2011 vielleicht? Mann! 17. Mai. 17.05.11. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Aber das ist ja von Clark, ja. Doch, wir könnten den 3. Januar 2011 noch eingeben. Vielleicht hat er ja was reingeschrieben. 3. Januar. 3.1.2011. Auch nichts gefunden. Den Brief, da steht aber auch nichts drin. Ja, das. Aber Moment mal. Doch, das war doch der 17. Mai. 17. Mai 2011 war er nämlich da unten. Ich hätte schon gedacht, dass man da anknüpfen müssen. 17.05.11. Nee, der findet nichts. Komisch. So, welche nehmen wir dann? Ich würde sagen, dass wir mal in Clarkfield zu Hause wieder gehen. Weil ich nämlich denke, da gab es nämlich auch einen Kalender. Da waren ein paar angestrichen. Ja, ich muss da lang. Ein paar Tage angestrichen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Tag das war. Ich denke mal, dass es vielleicht das Datum sein wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. So. Wir müssen ja für den Koffer jetzt auch eine Zahlenkombination finden. So, hier war der Kalender. Also wir haben Januar auf jeden Fall. Das wäre, Moment, hier ist 22. Der 23. Januar 2011. 23. Januar. 23. Januar 2011. Okay, da hat er schon mal nichts gefunden. Dann haben wir hier... Oh mein Gott, was ist denn das für ein Tag? Der 7. Januar 2011 wäre auch noch. 7. Januar 2000... Auch nicht. Dann der 14. Bei dem Doktor vielleicht? Der 1. Februar 2011 könnte auch noch wichtig sein. 1. Februar... 1. 2. 2011? Moment, geben wir das vielleicht falsch ein? Also der 23. Januar, das heißt, ich muss erstmal den Monat und dann Tag und dann? Nee, hilft aber auch nichts. Und 1. Februar vielleicht 02? 0111? Auch nicht. Dann der 7. Januar. Auch nichts. Dann haben wir jetzt nämlich schon zwei Varianten versucht. Dann hätten wir hier den 4. Februar. Wir probieren jetzt einfach mal alle durch. 4. Februar 2011. Okay, dann halt Februar 0411. Auch nichts. Und da haben wir dann den 14. 14. 14. 2. 11. Auch nicht. 2. 14. 11. Auch nicht. Markiert sind. Ja, ja. Aber die Daten bringen mir nichts. Ich dachte schon der 23. Januar. Okay.
Was könnten wir denn dann noch? Auf diesem Koffer hier. War vorher die 1754, glaube ich, gestanden, wenn ich... Nein, stimmt nicht. Welche Zahl war da vorher gestanden? Als wir noch ganz genau... 7514 war das. Ja, aber das bringt mir jetzt auch nichts. 7514. Wobei? 7514? Nee, denke ich nicht. Warnung vor der Polizei. Kalender. Kassette? Nein. Auch nicht. Die Luft, verschlossener Koffer. Der Organizer benötigt ein Datum, damit der Inhalt eingezeigt wird. Welches Datum soll ich bloß eingeben? Können wir nicht jemanden anrufen wegen den Organizer? Das ergibt keinen Sinn, sagt er. Dann machen wir das mal. Mit Rechtsklick öffnen, ja, okay. Dann eben nicht. Hier war der 21. April 2011. 21. April. 21. April 2011. April 21, 2011? Was möchtest du dann für ein Datum haben? Geburtsdatum von dir vielleicht? 03-11-76 war das. Also ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Ach, das hatten wir ja schon gemacht gehabt, ja. Das hatten wir schon. Da kann ich nichts machen, ne? Nee. 3.11. war ja sein Geburtstag. Also sein Geburtsdatum. Tja, ermüdend. Stand hier noch irgendwas drin? Die Kassette vielleicht? Band? Da, Aufnahmenummer. Numero? Muss ich mal schauen, was stand da bei der Kassette Nummer 1? Die Notizen zu seiner Aufnahme spricht nicht für Kassette Nummer 1. Ja, aber da steht auch nicht, von welchem Tag das war, sonst hätte ich dann das Datum da genommen. Wo sind die Tipps, wenn man sie braucht? Wo sind sie? Schade, ich hätte wirklich gedacht, dass man da auch irgendwas machen muss. Nein, das X auch nicht. Möchtest du nicht? Gut, dann nicht. Da vielleicht? Nee, auch nicht. Moment mal, wir gehen jetzt mal zum Schlafzimmer. Da war ja auch ein Büchlein. Das da vielleicht... Ach nee, da steht ja kein Datum da. Da steht ja überhaupt kein Datum da. 4893 vor Christus, das bringt mir nichts. Da immer noch zu? Ja, immer noch zu.
Ich brauche ein Datum. Ein Datum brauche ich. Wir gehen jetzt mal in mein Büro und schauen uns nochmal den Todesbericht an. Vielleicht war das der Sterbetag. Aber Sterbetag war 10.27.11. 10.27.11. Aber das haben wir auch schon eingegeben gehabt, glaube ich. 10.27.11. Keinen Eintrag gefunden. Vielleicht 27, 10, 11. Auch keinen Eintrag gefunden. Das heißt, an seinem Sterbetag war es nicht. Moment, was sage ich da? Das war die Beisetzung. Mann, Mann, Mann. Der 23.10.2011 war es. 23.10. 11. 10. 23.11. Auch keinen Eintrag gefunden. Der 21. Oktober. Stimmt, er starb ja am 21. Oktober und nicht am 23. Wie komme ich jetzt wieder auf 23.? Am 21. Stimmt, Meldedatum war am 23. Und am 21. ist er verstorben. 21. 10. 2011. Wieso willst du nichts tun? Kein Eintrag gefunden. Ja, welche Daten dann noch? Ich habe mehrere Daten nicht. Vielleicht war das ja ein Tag davor, also der 20. Wir können das ja mal alles versuchen. Der 20. 10. So. 1.1. Dann eben der 10. 21. 1.1. Auch nicht. Er ist am 21. gestorben. Aufenthalt waren 4 Tage. 4 Tage zurückrechnen vielleicht. Der 17. Der 17. Oktober. Der 17. Oktober. Zehnte, 17, 1, 1. Auch nicht. Kassette Nummer 1. Falsch. Nicht rausgehen. Vielleicht müssen wir hier irgendwas zusammendingsen. Oder wir müssen einfach in den Keller gehen. Was ich allerdings nicht glaube. Eingestürzte Decke, das brauchen wir nicht. Intensive, wichtiges Ereignis. Ach so, im Alter von 22 Jahren. Ja. 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 Der sagt genau dasselbe nochmal. Schauen wir mal, ob wir die Dinge zusammensetzen können. Nein. Die Dinge. Ihm fällt dazu nichts ein. Das hier? Auch nicht. Love Noel, das Büro hatte ja eigentlich auch nichts. Er hatte die komische Liste mit IX. Aber was die uns bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Denn da steht ja eigentlich kein Ja oder sowas da. Glaube ich.
So, IX, wenn, dann müsste es ja IX sein. Und I wäre 158, was auch immer das heißt. Und X wäre 96, 3., 5. bis 6. 1. Und hier wäre 1.00207, so. Aber das hilft uns ja nicht wirklich weiter. Ein Tipp wäre mal toll. Helft uns doch mal. Mein Zuhause wird mir nicht mehr viel helfen. Das wäre die Flucht. Bin ich einfach nur zu blöde, um irgendwas einzugeben? Welchen Datum möchten wir? Also sein Todesdatum haben wir eingegeben. Wir haben sein Geburtstag... Ja, wir haben seinen Geburtstag auch eingegeben gehabt. Das ist ja der hier gewesen. Moment mal, total falsch. 0311 und 76. Genau, das haben wir ja schon eingegeben gehabt. Wir könnten natürlich jetzt auch die 1111 erst eingeben. 0376. Können wir nicht einfach auf Eingabe drücken und dass er dann was macht? Was? Ein Tipp? Ein Tipp? Wir haben einen Tipp! Schnell! Clarks Geburtsdatum ist in seinem Todesschein könnte nützlich sein. Ja, nee, eben nicht. Ich habe das doch eingegeben. Der 3.11.1976. Da ist er doch geboren. Mann. Haben wir doch gerade eben eingegeben. 0311 76. Ja, nee, kein Eintrag gefunden. 1111 03 76 geht auch nicht. Wieso ist dann sein Geburtstag? Das war doch sein Geburtsdatum, aber haben wir falsch geguckt. Müssen wir nochmal zurück ins Büro und gucken. Könnte hilfreich sein. Ah, Geburtsdatum. Ach so. Hier kann ich unterstreichen, also, ja? Okay. 1976 geboren. Clarks Geburtsdatum. Und wo? Vielleicht müssen wir das auch noch eingeben. Ich kann nichts mehr unterstreichen. Okay. Clarkfield. Das war der zweite Hinweis? Das kann ich aber jetzt nicht nehmen. Oh, das kann ich nehmen. Clarkfield wurde am 21. Oktober ermordet. Okay, vielleicht haben mir ja die Sachen noch gefehlt. Schauen wir mal, ob wir hier auch was machen müssen. Nein, hier gibt es nichts zu unterstreichen. Sehr gut, dann schauen wir uns jetzt mal im Hirn um. Tipp. Das hatten wir ja schon, genau. Clarks Geburtsdatum. Und Clarkfields Tod. Ich sollte... Okay. Also wenn das jetzt aber geht, ne, mit dem Geburtsdatum, dann schrei ich. 03-11-76. Nein. Dann 11-03-76. Auch nicht, okay. Ach, hey. Neues Büro. 1976 geboren.
76 geboren. 21. Oktober ermordet. Grübel mal ein bisschen. Ach so. Das könnte natürlich... Ja, obwohl ich glaube nicht, dass er die 21 reinschreibt, wann er ermordet wurde am Koffer. 1976 haben wir ja schon probiert. Da geht's nicht auf. Nehmen wir mal 21. Oktober 1976. Ich glaube, das war sogar 2011. Nein, 1976, aber... Hä? Wirklich? 21.10.76? 21.10.76? 10.21.76? Nein. Ach, Leute. Geburtsdatum ist doch der 3.11.76. Bin ich doof? Irgendwas passt hier nicht. Also entweder ist es ein Bug. Das kann ja nicht sein. Wir geben vor allem ein, wann er geboren ist und trotzdem zeigt er uns an, dass es falsch ist. Kann ja nicht sein. Falsch. Null, drei. 1176. Das ist doch total doof. Nun gut. Das schaffen wir anscheinend in der Folge nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und ja, tschüss.